Sehr geehrte Damen und Herren, für Ökonomen sind die Tage-2-Salden eine Art Rorschach-Test. Während die einen darin eine Billionenbombe erkennen, handelt es sich für die anderen um rein fiktive Rechnungsgrößen ohne reale Bedeutung. Was hat es also damit auf sich? Tage-2 ist ein Zahlungssystem, das Überweisungen von Zentralbanken und Geschäftsbanken im Euroraum erfasst. In früheren Zeiten waren die Ab- und Zuflüsse zwischen den einzelnen Ländern zumeist ausgeglichen, weil sich die Banken länderübergreifend Geld liehen und dadurch Fehlbeträge ausglichen. Ganz so, wie sich die Schöpfer des Euros den gemeinsamen Finanzmarkt gewünscht hatten. Infolge der Finanz- und Eurokrise zogen die deutschen Banken allerdings verliehene Gelder aus den südeuropäischen Ländern ab und zusätzlich überwiesen Sparer und Investoren Guthaben in den sicheren Hafen Deutschland. Auf dem Interbankenmarkt kam es dadurch zu einem Ungleichgewicht, das dadurch kompensiert wurde, dass die südeuropäischen Banken in verstärktem Maße Kredite bei ihrer jeweiligen Zentralbank aufnahmen und die deutschen Banken ihre überschüssigen Mittel auf Bundesbankkonten parkten. Eine deutliche Verstärkung erfährt diese Entwicklung, seit die Notenbanken über ihre billionenschweren Anleihenkaufprogramme zusätzliches Geld in das Finanzsystem pumpen, das sich dann ebenfalls asymmetrisch sammelt. Die unausgeglichenen Geldströme zwischen den einzelnen Ländern führen dazu, dass die einen Zentralbanken der EZB Geld schulden und die anderen, wie die Bundesbank, ein Guthaben bei der EZB haben. Diese Forderungen und Verbindlichkeiten sind die Tage-2-Salden. Der deutsche Saldo steht aktuell bei über 900 Milliarden Euro und dürfte in den nächsten Monaten die Billionengrenze überschreiten. In der Tat handelt es sich dabei um eine Art Kredit der Bundesbank an die EZB und nicht um eine rein fiktive technische Größe. Die Tage-2-Salden sind so lange unproblematisch und sogar sinnvoll, wie kein Land den Euro verlässt. Im sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Währungsunion auseinanderbrechen sollte, könnten durch Tage-2 zwar Bundesbankverluste entstehen, die wären dann allerdings das geringste Problem, insbesondere weil Notenbanken nicht pleite gehen und Verluste über Jahrzehnte aussitzen können. Wie ein gefülltes Ausweichbecken bei einer Überschwemmung sind die Tage-2-Salden Symptom und Kompensator anhaltender Probleme im Euroraum. Sie zu begrenzen wäre aus meiner Sicht kontraproduktiv. Das würde eben jene Zentrifugalkräfte wecken, die den Euroraum in den Jahren 2011 und 2012 an den Rand des Abgrunds führten. Grundsätzlich ist der Euro auch unter Ökonomen nicht unumstritten und vielleicht wäre es besser gewesen, ihn gar nicht einzuführen. Jetzt, da es ihn gibt, handelt es sich bei der Währungsgemeinschaft aber um eine Ehe, deren Scheidung so teuer wäre, dass man sich besser arrangieren sollte. Und dies ganz abgesehen von den vielen Vorteilen, die der Euro auch und insbesondere für Deutschland bringt. Vor diesem Hintergrund leistet das Tage-2-System einen wichtigen Beitrag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ausführlichere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem aktuellen Finanzmarktkommentar. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.